Hey Leute und willkommen zurück hier zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer PowderCraft, und heute stelle ich euch die 5 besten Minecraft-Mods der Woche vor. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Denkt dran, die Glocke aktivieren nicht zu vergessen, damit ihr kein zukünftiges Video und keinen zukünftigen Livestream mehr von mir verpassen könnt. Ich würde sagen, jetzt geht's aber auch schon direkt los. Auf unserem heutigen Platz Nummer 5 haben wir eine wirklich geniale Mod, und zwar die Fireworks Mod. Diese Mod ist einfach richtig cool. Ich meine, ihr kennt alle hier die ganz normalen Fireworks und ihr baut die in Survival, ihr kriegt es nicht hin, ihr versteht die nicht, ich verstehe es nicht. Ich meine, man kann nicht mehr tun, in die Items hier die Rezepte anzeigen lassen. Ich weiß nicht, wie diese Fireworks funktionieren, dafür gibt es diese wunderbare neue Mod, die fügt diesen wunderbaren Block hinzu. Relativ easy zu craften, Rest-Tick drauf und zack, schon wird hier ein Firework in die Luft geschossen. Es ist komplett zufällig, was hier rauskommt, und so könnt ihr wirklich ziemlich coole Feuerwerkshows mitmachen. Ich feiere den Mod einfach dafür, dass sie das hier so simpel möglich macht, richtig coole Feuerwerkshows aufzuziehen, und es vereinfacht einfach den Survival-Ablauf von Feuerwerkscraften einfach ungemein, und es sieht am Ende einfach nur unglaublich schön aus. Hier mal gerade mal ein wunderschönes kleines Beispiel von mir. Ich feiere diese Mod einfach nur unendlich dafür, wie cool sie ist. Auf unserem heutigen Platz Nummer 4 haben wir die Essentials Modern Construction Mod. Diese Mod ist einfach nur die beste Building Mod, die ich jemals gesehen habe. Ich meine, Leute, schaut euch an, wie viele neue Baublöcke es gibt. Es ist einfach nur krank. Diese Blöcke sind einfach so krass. Es gibt so viele verschiedene Farben, es gibt so viele verschiedene Variationen aus verschiedenen Materialien, aus Bricks, aus Metall, aus Holz, aus Plastik, aus Fliesen und vieles, vieles mehr. Es ist einfach nur unglaublich cool. Und es ist, schaut euch mal die Blöcke an hier, wenn wir die platzieren. Das sind einfach richtig schöne Blöcke. Ihr könnt ja so coole, moderne Häuser mitbauen. Ist einfach cool. Hier gerade die HD-Texturen. Wenn man kurz mal hier ein bisschen näher an die Blöcke rangeht, das sieht einfach nur unglaublich cool aus. Es gibt so viele Möglichkeiten hier, sein Haus mitzugestalten. Ich meine, guck mal, diese Fliesen, die sehen 1:1 aus wie mein Badezimmer. Spaß. Aber an sich hier eine wirklich, wirklich sehr schöne Mod. Und kann ich wirklich jedem Baumeister da draußen empfehlen, sich diese Mod einfach mal anzuschauen und herunterzuladen. Eine große Empfehlung auf jeden Fall von mir. Auf unserem heutigen Platz Nummer 3 haben wir die Better Third Person Mod. Und wenn man den Namen hört, fragt man sich erstmal, hä? Better Third Person? Was kann diese Mod? Und ich sag euch, das ist einfach eine der besten Mods, die ich jemals gesehen habe. Und zwar habt ihr hier eine frei bewegliche Third Person Kamera. Leute, schaut euch das mal an. Wir können uns hier komplett im Kreis drehen. Wir können uns von allen Seiten anschauen. Ich finde das so verrückt. Es ist einfach so eine coole Mod. Es macht so viel Spaß, dabei drum zu spielen. Und es kann dann wirklich praktisch sein, wenn ihr irgendeinen Film in Minecraft drehen wollt oder einfach für irgendwelche Let's Plays. Es ist einfach so cool, es ermöglicht so viele lustige Perspektiven oder auch praktische Perspektiven. Es ist eine der besten Mods, die ich hier so gesehen habe, und ich finde diese Idee einfach nur von einer freien Kamera in Minecraft ziemlich, ziemlich genial. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, sich diese Mod einfach mal runterzuladen. Die ist nicht besonders groß, aber sie ist wirklich sehr, sehr cool. Auf unserem heutigen Platz Nummer 2 haben wir die Better Animals Plus Mod, und diese Mod ist einfach nur unglaublich. Sie fügt einfach 40 neue Tiere hinzu. Ja, Minecraft, ihr seht schon hier, es gibt wirklich viele neue Essenssachen, es gibt viele neue Items, die ihr von den Tieren gedroppt bekommen könnt, aber natürlich hier auch ziemlich, ziemlich viele neue Spawn-Eggs. Wir schauen uns mal ein paar Mobs hier an, die einfach nur unglaublich cool alle aussehen. Ich meine, schaut euch mal hier diesen Braunbären an, mit wie viel Liebe zum Detail der hier designt wurde. Hier haben wir gerade bei seinen Kollegen den lieben Schwarzbär, dann haben wir hier noch ein Reh. Meint Leute, guck mal, dieses Reh einfach mal, schaut es euch an, mit wie viel Liebe zum Detail diese Tiere hier erstellt worden. Es ist echt eine wirklich sehr, sehr coole Mod. Ich meine, wir haben sogar hier einen Geier, der durch die Gegend fliegen kann, und viele, viele Mobs mehr. Es ist einfach fantastisch. Oder auch hier ein Wolf zum Beispiel. Oder dann haben wir hier noch einen Kojoten. Sieht auch wirklich sehr süß aus. Dann haben wir noch hier irgendwelche anderen kleinen Tiere, die jetzt hier gerade random gespawnt sind. Ich weiß nicht, wie die heißen. Oder schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst, wie die heißen. Für die Leute, die jetzt Spinnen nicht so mögen, kurz wegschauen, weil das jetzt hier diese Riesentarantula ist. Ansonsten haben wir hier noch Ziegen, wir haben Quallen und noch sogar unter Wasserlebewesen haben wir einen verdammten Wal. Ich meine, der spawnt jetzt nicht hier im Fluss, wie jetzt gerade gezeigt, aber wenn ihr so ein Ding im Ozean findet, das wäre schon ziemlich, ziemlich geil mit dieser Mod. Und wir haben sogar noch viel heftigere Sachen, wo ihr aufpassen müsst, und zwar Piranhas, die können gefährlich werden. Oder hier ein Oktopus, einfach nur unglaublich cool animiert, wie der hier durch die Gegend schwimmt. Wir haben hier sogar Krabben oder auch einen Riesentintenfisch. Leute, davor würde ich mich echt in Acht nehmen. Erst nochmal hier kurz der Barracuda, jetzt kommt der Riesentintenfisch. Leute, das ist einfach ein riesiges Vieh. Ich meine, wenn ich dem Ding im Ozean begegne, da würde ich auf jeden Fall mal einen großen Bogen drumherum schwimmen. Wir haben sogar hier so einen Tausendfüßler oder so einen Riesenwurm, der sich hier durch die Erde graben kann. Echt ziemlich heftig. Oder auch hier verschiedene Singvögel einfach so, die wirklich sehr coole Geräusche machen hier und einfach ein schönes Ambiente-Feeling machen für diese Mod. Und ich kann wirklich jedem Tierfreund empfehlen, sich diese Mod runterzuladen. Das ist einfach wirklich Pflicht. Diese Mod gibt es für alle Versionen. Eine der besten Tiermods, die ich in Minecraft so kenne.
Auf unserem heutigen Platz Nummer 1 haben wir die Never Dark Mod. Und wie der Name nicht sagt, es ist in dieser Dimension ziemlich, ziemlich dunkel. Aber die Dimension sieht einfach nur unglaublich cool aus. Es gibt hier 8 neue Biome. Es sieht wirklich einfach krass aus, hier diese wirklich richtig dunkle Dimension. Ihr könnt die einfach erkunden. Es gibt viele neue Strukturen, viele neue Items und viele neue, coole Flora und Fauna hier anzudecken. Es gibt sogar Unterwasserbiome und vieles, vieles mehr. Ich finde, diese Mod ist wirklich ziemlich cool. Dafür, dass das Ganze hier noch eine frühe Alpha-Version ist, es ist auf jeden Fall eine der wirklich coolsten Dimensionsmods, die ich für die 1.16 bereits gesehen habe. Hier, wir haben sogar hier eine neue Rüstung, wir haben sogar hier, was ist das, irgendwelche komischen Kristalle oder so. Und natürlich auch hier ganz viele neue Dekorationsmodelle, ganz viele neue Items und viele, viele coole neue Tools, ja, neue Mobs und vieles, vieles mehr. Ich finde die Idee von dieser Dimension hier einfach nur cool. Sie merkt man hier, dass diese ganze Atmosphäre, das Sounddesign, es macht einfach Spaß, diese coole Dimension zu erkunden. Ich kann wirklich jedem Dimensionsfan empfehlen, sich diese Mod auf jeden Fall mal runterzuladen, wenn er hier in den neueren Minecraft-Versionen unterwegs ist. Aber ja Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit diesem wunderbaren Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da, denkt dran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen zukünftigen Livestream, kein zukünftiges Video mehr von mir verpasst. Ich würde sagen Leute, das war's für heute, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.